Hallo und willkommen zu einem kurzen Anleitungsvideo zum Thema, wie kann ich kleinere oder größere Probleme beseitigen, wenn sie denn auftreten, was immer sehr störend ist zu Beginn einer Unterrichtsstunde. Zunächst sollten Sie also unbedingt die gesamte Verkabelung prüfen. Die Verkabelung, das bezieht sich also vor allem auf die Kabel hier vorn. Sollte der Lautsprecher nicht funktionieren, prüfen Sie bitte, ob das grüne Kabel hier eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob der Lautsprecher eingeschaltet ist. Das können Sie hier vorne auf der Vorderseite tun. Sollte der Monitor nicht angehen, auch bei Schülern ist das häufig der Fall, dann kann man hier auf der Rückseite einmal schauen, ob dieses Kabel richtig eingesteckt ist. Das sollte richtig fest drin sein. Scheuen Sie sich also nicht einmal auch ein bisschen Kraft anzuwenden, um das nach oben zu schieben und wieder zu befestigen. In aller Regel lassen sich damit schon weit über 90% der Problemfälle beheben. Am Lehrer-PC kann es vorkommen, dass der PC-Monitor trotzdem schwarz bleibt. Und dann bitte ich Sie, hier unten dieses Gerät einmal zu prüfen. Sollte nämlich zuletzt hier eine Präsentation gelaufen sein und jemand den Bildschirm umgeschaltet haben für die Präsentation auf die 2, das heißt also auf den anderen Videoausgang, der normalerweise mit einem Notebook zu verbinden ist, ich zeige das gleich, dann müssen Sie das natürlich wieder rückgängig machen, indem Sie auf die 1 umschalten. Und dann wird auch das Videobild wieder erscheinen. Sollten Sie ein Notebook anhängen und präsentieren wollen, gibt es hier extra dieses Kabel zu erkennen an diesen eigenartigen drei Strippen. Dieses Kabel wird mit dem entsprechenden PC-Ausgang verbunden, also Notebook. Und damit dann der Notebook auch am Beamer erscheint, muss hier unbedingt auf die Station 2 umgeschaltet werden. Nicht vergessen, am Ende wieder zurückzuschalten, damit Sie auch auf dem Monitor hier dann das entsprechende Bild haben. Sonst haben Sie nämlich am Monitor hier nur das Notebook-Bild. Das wäre es jetzt soweit. Vergessen Sie nicht, wenn Sie präsentieren wollen und Sie verwenden dieses Kabel, dass Sie dann natürlich auch am Notebook den entsprechenden Ausgang beschalten müssen. In der Regel funktioniert das mit der Tastenkombination Fn, F4, also eine Drittbelegung des Notebooks. Da sollten Sie auch auf die Symbole achten. Bei meinem Notebook ist es Fn, F7. Das ist also nicht bei allen Notebooks gleich. Ohne die Freischaltung dieses Ausgangs wird der Notebook also kein Signal an den Beamer senden. Soweit erstmal zu den Fehlerquellen. Die häufigste Fehlerquelle, wie gesagt, ist, dass also Kabel nicht richtig angesteckt werden, manchmal auch von Schülern nur so weit rausgezogen werden, dass sie gerade nicht mehr funktionieren. Und dann wundert sich der Nächste, warum hier was nicht geht. Das gilt also für alle Kabel, Monitor, Kabel. Ich zeige es mal an einem Schüler-PC hier. Auch hier sehen Sie den blauen Stecker. Das ist also das Monitorkabel. Unten der graue Stecker, das ist das Netzwerk. Auch das sollten Sie immer regelmäßig prüfen. Im Prinzip alle Stecker sollten richtig eingesteckt sein. Und natürlich auch hier am Monitor muss das der Fall sein. Und dann werden Sie feststellen, sind viele Probleme relativ leicht beseitigt. Sollte ein PC nicht mehr richtig starten, dann muss wahrscheinlich ein neues Image aufgespielt werden. Wie das vonstatten geht, zeige ich in einem anderen Anleitungsvideo. So viel für heute zu einfachen Fehlerquellen am PC. Ich hoffe wie immer, dass es Ihnen hilft. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.